Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Legend. Nishimura hat angerufen. Er ist in seinem Büro und mischt sich nicht ein. Aber der Barkeeper kann nicht zu ihm durchstellen. Das war zu erwarten. Interessantes Outfit auf jeden Fall. Alles klar. Schön. Diesmal offensichtlich ein bisschen weniger in Gräbern unterwegs und ein bisschen mehr in der High Society. Schick, Alter, schick. Ist das Bildschirm oder ist da actually Wasser drinne? Ist relativ statisch, also sind es wahrscheinlich entweder Bildschirme oder einfach nur bewegende Plastikfilme, wo sowas drauf gedruckt ist. Aber sieht gut aus. Hat was. Habe ich Waffen dabei? Ich kann es jedenfalls nicht auswählen. Okay. Wir wollen uns hier mit Takamoto treffen, der uns irgendwie bei irgendwas weiterhelfen kann. Ich habe schon vergessen, bei was. Ey, das sieht nice aus. Hat was. So. Hi, Kollege. Ich glaube, Nishimura-san erwartet mich. Ah, Lady Croft. Er ist in seinem Büro am Ende der Halle hinter Ihnen. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Danke. In seinem Büro. Ist das so? Kann ich eigentlich rennen? Nein. Am Ende der Halle, am Ende des Ganges. Ah, hier. Dann wahrscheinlich da lang. Schicke Blumenvase mit dem Drachen da drauf. Generell, also die Bude hier ist gut eingerichtet, ne? Aha, alles wieder überwacht. Naja, schauen wir doch mal, ob er uns reinlässt. Ja. Hallo, Lara. Gefällt Ihnen meine kleine Party? Was ist das denn für ein Schrank? Der ist jetzt 10 Meter breit. Aber wenn Takamoto eintrifft, dann könnte es möglicherweise Probleme geben. Aber Vorsicht! Er kann sehr gefährlich werden, wenn er andere Pläne hat als Sie. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Egal, wie gefährlich Sie sind. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Aber bitte, genießen Sie die Party und viel Glück. Hä? Also war ich da falsch oder was? Hä? Oder was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Blicke ich jetzt nicht. Okay. Alter, was ein Schrank der Typ war, ne? Holy fuck! Oh. Oh, hi. Das sind schon eher die Leute, die ich erwartet habe. Ja, definitiv. Fassen Sie sich kurz, Miss Croft. Wie Sie wissen, ist meine Zeit kostbar. Meine auch, passt. Natürlich, Takamoto-san. Ich suche ein Schwertfragment, das Sie aus der Waseda-Universität, wie soll ich sagen, gestohlen haben. Also, ich nice. Bin kein Dieb. Und ich rate Ihnen, diese Anschuldigungen zu unterlassen. Heißt das etwa, Sie wollen verhandeln? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Doch, haben Sie. Sagen Sie nur, wie viel. Sind Sie taub, Miss Croft? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wollen Sie wieder um Ihr Leben betteln, wie bei unserem letzten Treffen? Korose! Imasuyere! Ah, ja. Schön. Ja, yeah, was ist das denn, Alter? Wow! Stell mich doch nicht hier so mitten ins Kreuzfeuer. Okay, Kamera, können wir die mal ein bisschen nach hinten versetzen oder so? Nee, scheinbar nicht. Ah, ja, klasse. Okay, die Kamera ist gerade richtig scheiße. So, jetzt. Also, aufs Maul gibt's da. Ey, Arschgeige, ich war gerade mit dem anderen beschäftigt. Alter, die zielen gut, ne? Und die tanken auch einiges. Habe ich dieses MG dabei? Nein. Okay, schade. So, wo seid ihr denn da hinten? Oh shit. Außer Reichweite. Ha. Ich komme nicht damit klar, dass die Kamera nicht invertiert ist tatsächlich. Die Kamera ist nicht invertiert. Jedenfalls die X-Achse, ne? Und damit komme ich nicht klar tatsächlich. Das ist nicht gut. Warte mal. Da, fang. LOL, hä? Na also. Jetzt kommt der Schrank, alles klar. Regel Nummer 1. Gehe nie mit leeren Händen auf eine Party. Takamoto ist sicher wieder in seinem Penthouse. Folgen Sie ihm nicht, Lara. Seine Männer werden Sie erwarten. Das ist in Ordnung für mich, glaube ich. Ich weiß, dass dir sowas gefällt, aber du hast keine Chance. Da
dann gehe ich eben nach oben. Wie komme ich aufs Dach? Aufs Dach? Mit dem Fahrstuhl. Ah ja. Aber Vorsicht, oben ist eine Baustelle. Dazu sage ich lieber nichts, Lara. Darum müssen wir das Problem aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vom Dach. Nishimura hat mir den Code für den Aufzug gegeben. Ich bin unterwegs. Ja. Gut, das würde ich auf jeden Fall erstmal ganz gerne mitnehmen. Dann haben wir nämlich auch immer ein Maschinengewehr. Ein sehr interessantes Outfit, wenn ich das mal so sagen darf. Einfach einen Granatengürtel hinten dranhängen. Zwei Pistolen. Ja, nee, ist klar. Was ist diese Rolle da? Klebeband? Keine Ahnung. Ey, WTF, Alter. Oh Mann, ey. Starkes Outfit. Okay, ich möchte ganz kurz, das muss sein, hier die blöde Kamera. Die die X-Achse ist gespiegelt. Hä, bin ich dumm? Warte. Moment. Hä? Oh. Okay. Ich hab die am Anfang auf gespiegelt eingestellt. Dann habe ich irgendwie Blödsinn gemacht, weil... Nee, hä? Keine Ahnung, Leute. Manchmal hätte ich es gerne gespiegelt, manchmal hätte ich es gerne nicht gespiegelt. Das ist irgendwie seltsam. Ich glaube, in Horizon Zero Dawn, weil ich jetzt auch gerade spiele, ist es anders als in diesem Spiel. Und deswegen war ich jetzt gerade verwirrt, weil die Kamera halt dadurch anders funktioniert hat. Und ich habe jetzt letztens nur noch Horizon aufgenommen. Ja, keine Ahnung. Egal, ab in den Fahrstuhl. Wir kriegen das schon hin. Fahrstuhl? Ist doch der Fahrstuhl. Mach die scheiß Tür auf! Hä? Habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden? Ich muss doch in den Fahrstuhl. Und es hieß auch nicht aus der Lobby, sondern aus der oberen Ebene. Oder muss ich nach hier hinten und da ist noch ein extra Fahrstuhl? Ah, okay. Da ist noch ein Fahrstuhl. Ja, dann nehmen wir halt den. In Ordnung. Mir doch egal. Oh, hübsch, da außen am Gebäude dran mit Glas so. Hat was. Oh. Ganz schönes Gewitter hier. Ich glaube, das Texturenflickern sollte wahrscheinlich nicht so sein. Also, in Japan sind wir hier, ne? Komischer Ort für ein Motorrad, aber das hat was. Oh, okay. Also, es ist eine Schande, so ein Motorrad auf dem Dach zu verstecken. Okay, siehst du das Gebäude gegenüber? Es gehört Takamoto. Welches von den vielen? Stock sein. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. Ja, welches denn? Hier sind zigtausend Gebäude. Dein Ernst? Dafür schickt er Nishimura eine Rechnung. Wahrscheinlich, ja. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Immer etwas zu Bruch. Ja, so kann man es sagen. Okay. Ich weiß immer noch nicht, auf welches Gebäude ich soll, aber ich folge jetzt einfach mal diesem möchtigeren Weg. Hä? Ah, ist das hier magnetisch oder wie? Ja. Okay. Ach, ich soll zu dem Motorrad oder was? Ah. Ne, ich bin nicht bei dem Motorrad. Oder? Moment. Doch, ich bin bei dem Motorrad. Aha. Was zum Teufel hast du vor, Lara? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Hör dir das an. Von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden. Aua. Zur Straße geht es verdammt weit runter. Hab ich schon erwähnt, dass ich so ein Ding nicht fahren kann? Fuck. Oh mein Gott, Alter. Hä, ich muss... Komm schon, fahr vorwärts. Das Lenken ist super nervig hier, weil man halt Gas geben gleichzeitig mit dem Vorwärtsstick macht und man muss aber auch irgendwie noch lenken können. So, wo muss ich jetzt hin? Darüber? Ja, scheinbar. Wie der Fall. Wow! Okay. Okay. Autsch. Ich glaube, das musste passieren, hoffe ich jetzt. Ansonsten bin ich jetzt gerade tot. Das musste nicht passieren, ich bin tot. Ah, cool. Okay, dann habe ich offensichtlich das Quicktime-Event verkackt. Sauber. Gut, ich finde trotzdem, dass das Motorrad scheiße zu steuern ist. Was soll ich euch sagen, Leute? Was soll ich euch sagen? So, also nochmal. Ja, definitiv. Was ist das für eine Frage? So, und jetzt muss ich wohin bewegen? Nach unten. Ah. Ja, okay, ich glaube, ich habe...
das ist entweder zeitlich verkackt oder ich habe in die falsche Richtung bewegt. Keine Ahnung. Egal. Mit diesem Motorrad wohl kaum. Ja, das ist wahrscheinlich ein Statement. Oh Mann. Okay, soll ich unten weiter oder oben? Ich bleibe erstmal so lange wie möglich oben, denke ich. Okay, die Dose fliegt erstmal weg. Hey, komm, geh hoch. Dankeschön. In so einem Outfit hier barfuß über die Dächer touren, ne? Ja, nee, ist klar. Drücken Sie, um den Scharfschützenmodus ein- und auszuschalten. Was? Hä? Ach so, das Y ist... Ach, das ist das Y auf der Tastatur, nicht auf dem Controller. Ja, nee, ist klar. Oh. Das war... Ups. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich dieser Knopf hier. Ja. Yeah. Okay, das haben wir tatsächlich zum ersten Mal. Das ist wirklich gebraucht im Spiel. Okay, das war nicht gut. Die Farbe des Fahnenkreuzes zeigt die Art des Ziels an. Rot, Waffen, Blau, Magnethaken, Grau, außer Reichweite. Ah, gut zu wissen. Oh, wir hätten da hochgemusst. Oh nein, muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, um da hochzukommen? Och. Ernsthaft, beim letzten Sprung. Wie rennt man nochmal? Man konnte doch irgendwie rennen, oder? Konnte man nicht rennen? Man konnte nicht rennen. In Horizon konnte man rennen. Shit. Ja, ja, ja. Ja, Leute, ich habe übrigens auch entschieden, wenn ich dieses Spiel durch habe, spiele ich erstmal keinen weiteren... Also mache ich erstmal kein weiteres Zweitprojekt. Das heißt, es bleibt dann erstmal bei Horizon Zero Dawn. Als Projekt alleine. Weil ich mich auf das Spiel konzentrieren möchte, weil das ist ein wirklich, wirklich cooles Spiel. Und es ist aber auch wirklich, wirklich groß und lang. Und deswegen will ich mich einfach darauf konzentrieren können und das aufnehmen. Und ja, dann möchte ich mich nicht selber mit einem Zweitprojekt ablenken quasi, ne? Nein! Okay, Kamera. Okay, hat funktioniert. Wo muss ich hin? Hä? Oh mein... Okay. Das ist, echt interessant, die Wege, die man hier geht. Ich mag das mit dem Magnethaken nicht. Das, geht bestimmt schief irgendwann. Okay, Jump. Mann! Ernsthaft jetzt hier von dem Ding runter nochmal? Oh Mann, das ist nicht gut. Ja, aber jetzt habe ich mich doch selber angehalten. Reicht das noch von der Entfernung? Das reicht, okay. Nein, hä? LOL! Wieso hat sie wieder losgelassen? Was zum Teufel? Okay. Da ist offensichtlich schon mal einer durchgefahren oder durchgerast oder was auch immer. Hallo? Kannst du bitte losschaukeln? Hä? Ja, aber doch nicht in die Richtung. Dreh dich doch mal um. Hä, sobald ich nach vorne drücke, dreht sich die Kamera wieder auf meine Rückseite. So, hä? Ach, ich muss mit dem Seitwärtsstick, also mit dem Stick zur Seite drücken, sozusagen drehen. Ich kann nicht einfach nach vorne... Okay, wow. Das ist das, was mich an diesen alten Spielen immer stört in der Steuerung. Wenn man in neuen Spielen die Kamera woanders hinstellt und dann nach vorne drückt, dann bewegt man sich automatisch zum Vorne von der Kamera. Das tut man in alten Spielen nicht. Doch, in dem... Doch, eigentlich schon. Aber nicht immer irgendwie. Super seltsam. Weißt du was? Da, catch dies. Hab ich die getroffen? Keine Ahnung. Oh, hi! Oh, what the fuck? Seit wann haben die hier Köter? Wow! Okay, hi! Visier doch den Hund an! Visier doch den fucking Hund an! Ich weiß halt immer noch nicht, wie man das Ziel wechselt, Leute. Und das wird mir jetzt gerade echt zum Verhängnis. Oh mein fucking Gott, ich muss auf jeden Fall heilen. So viel steht mal fest. Geh doch weg! Alter, ich weiß nicht, wie ich das scheiß Ziel wechseln kann, nur weil die verkackte Steuerung nicht erklärt wird in dem Spiel. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Es kann doch nicht so schwierig sein, den scheiß Controller einfach noch zu erklären. Verdammte Scheiße, die müssten einfach nur, oh lol, dasselbe Tutorial nehmen und einfach nur die Tasten austauschen. Aber nein. Ah. Ja, und von ihren fucking Wachhunden. Ja, wie verdammte Scheiße nochmal wechsle ich das Ziel? Da könnte ich wirklich kotzen. Oh, weil das ist halt echt eine wichtige Funktion so. Und wenn ich das nicht nutzen kann, dann bin ich halt quasi am Arsch so. Was soll ich machen?
Dann zielt sie halt auf irgendwen, der hinten um die Ecke steht und lässt sich gleichzeitig von dem Hund fressen. Verdammte Scheiße. Ah, tut mir leid, Leute, sowas kann ich mich aufregen, weil das ist so unnötig, ey. Das Scheißspiel könnte das einfach erklären. Ich meine, die haben das Tutorial doch eh gemacht. Warum zum Teufel kann man sich einfach auf den fucking Controller anpassen? Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Hä? Bin ich hier richtig oder hätte ich nach unten gemusst? Das wäre ja auch nach unten gegangen. Ich kann nicht darüber springen, oder? Nö. Ja, klasse. Kam ich von hier? Nee. Okay. Whatever. What? Oh, hi. Okay. Das ist jetzt uncool. Kann ich die Granate hier drüber werfen oder geht das schief? Wahrscheinlich geht das schief. Okay, dann. Machen wir's. Oh! Ha! Alter! Schildbar! Alter! Holy fuck! Okay, jetzt ist das Kampfsystem wohl gerade echt übel. Oh ja, ernsthaft. Okay, die da hinten können mich nicht treffen. Ich weiß nicht, warum die schießen, aber die können mich nicht treffen. Ich habe keine Munition mehr mit dem Ding. Ja, okay, warte, die Schuss kann ich jetzt auch noch da reinballern, ist egal. Na komm. Oh, hi! Okay. Hab ich den getroffen? Ist der tot? Lol. Oh, das Ding hat keine Reichweite. Ernsthaft? Was soll ich denn jetzt machen? Ich werfe nur eine Granate an den Kopf. Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt gerade hinzielt, aber ja, wow. Oh Gott, das Kampfsystem ist so übel in diesem Spiel. Sorry, aber was ist das denn, ey? Für zwei Leute ist es noch in Ordnung, aber sobald du mehr als zwei Gegner hast, bist du richtig am Arsch. Au, Mann, verdammte Scheiße. Verreck halt endlich. Bastard. Boah, nee, es ist übel. Ah, warte. Ich könnte ja mal einfach die Waffen von denen einsammeln, ich hab... So. Gib mir die scheiß Pumpgun. So. Das ist ein One-Hit offensichtlich. Ich habe aber ehrlich gesagt das Sturmgewehr lieber, weil das eine höhere Reichweite hat und das ist sehr wichtig. Schalte den Rat-Modus ein. Es gibt immer einen Weg. Okay. Wieso wird mir jetzt der Rat-Modus nochmal neu erklärt? Den kannte ich doch schon. Warum? Das Spiel ist so seltsam. Hä? Na egal, also ich gucke jetzt ganz kurz noch da oben, ob der auch noch Munition dabei hatte. Ja, wunderbar. Noch was? Nein? Okay. Gut. Und dann nutzen wir gleich diesen Rattenmodus, um rauszufinden, wo wir lang müssen. Ja, Moment mal, ich habe doch schon was gefunden. Da. Hä, das kann ich verschieben, oder wie? Ja, okay. Und das da ist auch irgendein Mechanismus. Ja, okay, was weiß ich. Wir machen das einfach mal. Gib mal her. Okay, ich gehe nochmal auf Abstand, glaube ich. Okay, verstanden. Ich muss erst die Dinger da zerschießen. Da. Sie hat noch nie gern fern gesehen. Scheinbar. Sie hat Ihnen einen Gefallen getan. Vielleicht lesen Sie erst mal ein Buch. Okay, hat funktioniert. Das ist aber nicht der offizielle Weg hier, ne? Das ist nicht der offizielle Weg. Die Granaten sind leider größtenteils unbrauchbar, weil ich nicht zielen kann, wo sie hinwirft. Also nicht wirklich jedenfalls. Ich kann halt nur die Granate festhalten und irgendwann wirft sie sie halt so in irgendeine Richtung. Aber, ja. Noch mehr sein, Lara. Sei vorsichtig. Ja, ich weiß. Ah, was für ein wundervoller Abend. Oh, du weißt, was das bedeutet. Und mir wird auch schon übel. Kletterpartie. Natürlich. Ab geht's. Rauf aufs Dach. Wäre ja auch langweilig ansonsten. What the fuck? Hä? Wie komme ich jetzt weiter hoch? Hä? Ah, okay. Ich habe jetzt einfach mal auf Verdacht A gedrückt, hab gehofft, dass ich irgendwo lande. Hat scheinbar geklappt. Okay, die Werbung hängt jetzt halt ein bisschen schepp, aber ich meine, ey, das macht denen bestimmt nichts. Das ist, kennt ihr bestimmt die schneller sind und auswendig, was da drauf steht. So. Die frische Cola jetzt mit extra mehr Sprudel oder sowas steht da bestimmt. Das weiß eh schon jeder.
Hübsche Aussicht, ne? Das ist ganz hübsch. Also Japan würde ich auch irgendwann mal machen. Auf jeden Fall. Da wäre ich schon dabei. Vielleicht nicht in so einem Outfit. Und auch nicht auf solchen spektakulären Wegen. Aber tendenziell wäre ich auf jeden Fall für Japan zu haben. Kann man mal so sagen. Also Leute, falls ich irgendwann jemals nach Japan komme, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf Vlog-Projekt freuen. Ein Vlog-Projekt. Aber wie gesagt, nicht in dem Outfit. Also da braucht ihr euch keine Hoffnung machen. Aber... Oh shit. Kann ich das von der Stange ab... Ich versuche nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Kann ich da einfach rüberspringen oder wie ist das? Ich kann den Haken jetzt gerade nicht nutzen, von daher besser wär's. Ah ja. Ah, okay, System verstanden. Und jetzt wieder an die Stange ran. Lara tanzt an der Stange. So, und dann geht's hier rüber. Ja, perfekt. Das ist einigermaßen spannend. Okay. Dieses scheiß Handy schon wieder. Ich habe wieder mal vergessen, den Ton auszuschalten. Goddammit. Sorry, Leute. So. Was? Wieso hält's nicht mehr lange? Was ist das überhaupt, wo ich gerade hochkletter? Ist das eine Regenrinne oder was? Oh, hi. Habe ich hier wirklich ein Zeitlimit oder habe ich quasi so viel Zeit, wie ich will und die brechen ab, sobald ich weg bin? Ich weiß es nicht, ich wollte jetzt kein Risiko eingehen. Lieber schnell durch. Ja, hi, okay. Und deswegen habe ich das Sturmgewehr mitgenommen, wegen der hohen Reichweite. Oh, da ist noch einer. Au. Oh, warte mal. Kommen da noch welche? Ja. Dann würde ich ganz gerne mal den da machen. Hä? Es passiert einfach nichts. Ich drücke Y, es passiert nichts. Ja, und jetzt habe ich mich damit selber verletzt. Hä? Wie dumm. Ah, Junge. Wie sie die Granate nicht da hochgeworfen kriegt. Hä? Wie sie es nicht schafft, die Granate da hochzuwerfen. Ja, wofür sind die scheiß Granaten eigentlich gut in dem Spiel? WTF? Ganz ehrlich mal. Die Granaten sind so unnütz in diesem Spiel. Komm runter da. Wie er mich getroffen hat, obwohl ich ihm ein Dauerfeuer hatte. Alles klar. Ah. Gut, dass es hier so viele Medipacks gibt in dem Spiel, weil man braucht sie. Man braucht sie definitiv. So, da oben komme ich nicht hoch, ne? Dann gehen wir direkt einfach durch die Tür durch, denke ich mal. Ey, die Granaten, Alter. WTF, wofür sollen die scheiß Granaten gut sein? Siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du, es ist eine Falle? Allerdings, sieh dich vor. Was ist das? Was? Welches Geschütz? Das Ding da? Ah. Ah, okay. Hä, was? Was für eine bemerkenswerte Apparatur. Ist das so? Ja, aber... Das kannst du sicher bewegen. Keine Ahnung, ob das was nützt. So nicht? Ja. Na klar nützt das was. Das Kügelchen ist ein klitzekleines bisschen zu groß für dich. Nein. Das nehmen wir jetzt schön als Schutzschild, wenn das Ding wirklich eine Selbstschussanlage ist. Das nenne ich Kunst. Aha. Jawohl. Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Das war Kunst und nachdem ich hier mit fertig bin, kann das auf jeden Fall weg. Oh. Okay. Ich dachte, ich muss mich jetzt noch umdrehen und dann mit der Kugel weiter zu dem Ding rückwärts laufen. So, aber nö. Geschafft. Bist du schwer verletzt? Nicht so schlimm, aber das mache ich nie wieder. Nein? Oh, das ist aber praktisch. Sie hätten nicht kommen sollen. Das ist mein Reich, keines ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von das dem Das können wir ja ändern. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Croft? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen. Wow! Ja, hätte Sie damit ein bisschen warten können, so mit dem Umbringen. Das hätte viel mehr Style gehabt, wenn man das so sagt. Und dann wartet man erstmal so ein bisschen und dann bringt man um. Weißt du, so ein bisschen Spannungsbogen aufbauen, Mensch. Was war das denn gerade? Wir folgen ihm. Ja, logisch. Was auch sonst, ne? Okay. Solche Drachen sind gefährlich. Oh. Shit. Das ist ein Problem. Treffe ich den? Nein.
Komm schon. Wo ist der andere da? Come on. Ja. Ich hätte jetzt eine Granate hochgeworfen in jedem anderen Spiel, aber in diesem Spiel... Nein. Eher nicht. Eher nicht. So, ich habe keine Zweitwaffe mehr gerade, ne? Weil ich keine Scheiße. Weil ich kein Magazin mehr habe, also kann ich auch einfach die Pumpgun mitnehmen. Komme ich da durch? Nein? Doch! Ah, okay. Okay. Muss ich da lang? Wird schon richtig sein. Ganz schön dunkel ist im Aufzug hier, Mensch. Hätte man auch nicht da machen können, die Idioten. Was soll denn der Scheiß? Das ist so lächerlich, dieses Outfit, Alter. WTF. Sie haben keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer. Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier, Alter, was ist das denn für ein Typ hier? Was, wie viele Muskeln hat der bitte? Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Ich sammle Objekte toter Engländer. Kreativ. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Artus Rittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam. Denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden sie lieber sterben, als es mir zu geben. Nein. Das lässt sich einrichten. Deshalb. Okay. Dieses Mal haben sie nicht so viel Glück. Bist du davon überzeugt, ja? Ach, oh, das ist eine Selbstanlage. LOL, sehe ich das auch mal. Ha. Ja, gut. Das ist schlecht. Hä, was kann ich denn dagegen machen? Kann ich die kaputt schießen? Nein. Hä, wie kann ich die kaputt machen? Ich kann hier hochklettern. Ist das so? Gott, komm, wechsel die fucking Waffe. Ich weiß nicht, er trifft mich jedes Mal, aber ich kann nichts dagegen machen, Leute. Ah doch, hier, ich muss hinter so einem Ding stehen bleiben, oder? Ja, aber ich muss ja auch näher an ihn rankommen, weißt du? Keine Ahnung, ja. Ach, ich kann da drüber springen, ich bin dumm. Ich bin dumm, ich kann ja auch springen. Ich habe gerade vergessen, dass Lava springen kann. Alter. Gib mir die Pumpgun. Hä? WTF, das habe ich noch gar nicht erreicht? Alles klar. Oh mein Gott, ich mache dem ja null Schaden. Okay, wenn er unten ist, dann muss ich springen. Und wenn es oben ist, dann muss ich drunter durchrollen. Ah, shit. Ich dachte nicht getroffen, glaube ich, die letzte. Rollen, 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 rollen. Oh, springen, was? Wie schnell war das denn? Wow! Fuck, ich habe keine Munition mehr. Hä, wieso bewegt er sich nicht? LOL. Er bewegt sich einfach nicht. Was ist los mit ihm? Hä? Ich glaube, das war ein bisschen verbuggt gerade. Aber okay. Oh. Okay, das ist es. Hast du gesehen, wozu es fähig ist? Ja. Ja, das habe ich, Alistair. Und da kommt der Schrank. Richte ihm aus, dass er der größte ist. Und vor allem der breiteste ist er. Alter. Was ein Schrank, der Typ, ey. Nice Bude hatte der Kerl auf jeden Fall. So viel steht fest. Danke, Nishimura-san. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? Im Und Urlaub. Ganz darauf an, ob er brav gewesen ist. Ich habe übrigens James Rutland aufgespielt. Willst du auch gerne? Klar, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Ist das so? Na dann. Ghana. Geheime Objekte, Zwischensequenzen, Biografien und Konzepte, Kostümauswahl und die Objektmodelle, was auch immer das alles ist. Cool.
Sie haben ein neues Kostüm freigeschaltet. Wollen Sie es anprobieren? Gehen Sie in Laras Schlafzimmer oder wählen Sie im Hauptmenü die Option Level laden. Wir können in Laras Schlafzimmer? Okay, cool, würde ich mal sagen. Oh lol, ich habe 0 Schätze gefunden. Ja gut, ja, in Ordnung. Was soll's. Wir machen im nächsten Mal weiter mit Ghana, Leute. Da haben wir auch wieder ein Kostüm, was eher zu Lara passt, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns, wenn ihr ein Abo da lasst, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.